Hallo miteinander, mein Name ist Bennett und heute zeige ich euch, wie ihr eure Bedürfnisse durchsetzen könnt mit dem Wort Nein. Ihr habt immer die Wahl, euch zu entscheiden. Und heute zeige ich euch 3 Tipps, wie ihr euer Nein am besten anwenden könnt. Tipp Nummer 1. Was hat dein Nein für Folgen? Überleg dir, was für positive und negative Folgen es könnte haben. Du bist am Arbeitsplatz, kurz vor Feierabend kommt dein Chef und schiebt dir noch mehr Arbeit zu und sagt: Bennett, das muss bis heute erledigt werden. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Mach ich doch gern. Gut. Oder du entscheidest dich für ein Nein. Tut mir leid, Boss, aber ich will heute wirklich pünktlich gehen. Wie bitte? Weißt du, warum ich nebst meinem Hosenträger noch einen Gurt trage? Hä? Willst du es wirklich wissen? Nein. Nein! Für so Nein, Fall. Nein, bitte! Ich mach's! Nein! Stopp! Versuch so Katastrophenfantasien zu vermeiden. Lass nicht zu, dass fremde Probleme zu deinem eigenen Problem werden. Ich meine, überleg mal, wer hat schlussendlich das Problem? Du oder dein Boss? Ich will heute wirklich pünktlich gehen. Ah, okay. Kein Problem. Ich suche jemand anderes, der das für mich erledigt. Danke. Wirklich? Sicher nicht! Was hast du eigentlich das Gefühl? Nein! Bis heute muss das fertig erledigt werden. Tipp Nummer 2 steht zu deinen Schwächen. Immer mehr Termine, immer mehr Arbeit, immer mehr Sachen, die du für andere musst erledigen, bis du schlussendlich keine Energie mehr hast und in die Erschöpfung reingehst. Lass nicht zu. Sag einfach, dass deine Kapazitäten begrenzt sind und steh zu deinem Nein. Schau, Chef, ich weiss, du meinst es gut. Ich will ja auch nur das Beste für die Firma. Und ich würde sehr gerne die Bieg von Dokumenten entgegennehmen und das heute noch fertig machen. Aber ich habe einfach keine Kapazität im Moment. Mein Rucksack ist schon voll. Ich hoffe, du verstehst meine Situation. Solche Aussagen sind sympathisch und kommen in der Regel gut an. Das ist wohl die ehrlichste Aussage, die ich je gehört habe. Ich muss sagen, Bennett, das braucht viel Mut, um mir das zu sagen. Und das schätze ich. Das schätze ich. Ich schaue, dass jemand anders die Arbeit macht. Tipp Nummer 3, bleib ruhig und halte dein Schlusswort. Du hast jetzt deinem Chef Nein gesagt. Nein. Der Chef starrt dich einfach an. Als hättest du den grössten Fehler von deinem Leben gemacht. Er wartet nur darauf, bis du etwas sagst, das dann deine Aussage wieder schwächt. Unterstütze deine Aussage. Steh auf mit einer aufrechten Körperposition. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. Bleib stark, halt's aus. Was sieht heiß da innen, hä? Look, ich will doch, dass wir alle zufrieden sind. Ja, vielleicht hätte ich doch ein bisschen Zeit heute. Okay, ich mach's. Gut. Okay Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt etwas von dem mitnehmen können. Merkt euch eins, lebt euer Leben und nicht das von anderen. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get